Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit dem Dunkeln. Ich wollte eigentlich nicht im Dunkeln starten, ich wollte eigentlich warten, bis es Tag wird. Jetzt stehe ich hier oben auf dem Baum und denke mir nur so, nein, geh unter. Aber das wird wohl nichts. Ich habe mich ganz schnell jetzt auf dem Server eingeloggt. Ich hab gleich noch Termine. Hey, zack. Aua, verdammt, ich gehe mal da aufs offene Feld. Vielleicht kann ich da ein paar Monster kloppen oder sowas. Ich habe gleich noch Termine. Ich bin spät dran mit allem, was heute ist. Ich konnte mich den ganzen Tag irgendwie nicht in Minecraft einloggen. Es ging nicht und konnte es dann nicht aufnehmen. Ich habe erst gedacht, du spielst was offscreen oder... Ich meine offline und irgendwie... Und das ist auch blöd. Also klar, ich bin dann sehr abhängig von meinem Server. Aber ich hatte heute auch ein Internet, das war so langsam wie... Und der Ping war... Oi. Also ich weiß nicht, was das soll mit meinem Internet. Aber naja gut, die Buchse bei mir ist ja halt einfach auch kaputt. Das war jetzt die... Das ist die erste Wüstensiedlung da drüben, ne? Oder ist das schon wieder eine neue? Oh, wow! Hey, Leute! Vier Creeper auf einmal, so direkt vor mir. Das ist ja... Mensch, Ich laufe bestimmt gleich in was von hinten rein. Okay, einer ist schon mal... Alter, ich kann doch nicht... Da! Oh Mann, was ist denn hier? Oh Gott, der hat ein Schwert! Warum seid ihr da so krass drauf, alle? Was soll denn das? Oh Gott, der hat ein Schwert. Ja, trotzdem ist es keine Rüstung. Okay, ich gehe mal so gucken, ob ich ein paar Monster finde. Honey, ist eine unbeschreiblich gute Idee gewesen. Oh Gott, es werden immer mehr. Der hat das Schwert gedroppt. Puh. Alles gut. I got this. What? Nee, jetzt hat er das Schwert. Gib mir das Schwert. Blöde Kuh. Ach Gott, was soll denn das heute? Ich weiß... Was ist denn los? Was ist denn nur los heute? Was soll denn das? Das ist ja auch fast kaputt. Wer will denn sowas? Oh Gott, okay, das Dorf ist wohl zombifiziert worden. Da lebt wohl niemand mehr. Und wenn ich so weitermache, werde auch ich nicht mehr sein. Also sollte ich mich hier... Ist einigermaßen... Nee. Ach, ein Skeleton mit Rüstung. Was ich eigentlich sagen wollte ist, ich konnte nicht aufnehmen, weil eben, ne, hier. Weil eben die Problematik bestand, dass ich mich nicht in Minecraft einloggen konnte. Und das war so ein bisschen blöd. Und das kommt wegen heute alles ein bisschen später, was die Videos angeht. Das ist halt der Nachteil, wenn man auf Servern spielt, ist man davon sehr abhängig. Auf der anderen Seite fand ich das jetzt ganz interessant, zu überlegen, ja, wie machen wir das denn überhaupt mit dem Creative Mode folgen? Ihr habt geschrieben, so viel in Creative Mode im Voraus aufnehmen ist ja doof, weil denn dieser Live-Faktor fehlt, das stimmt auch. Und ich soll doch einfach, wenn ich dann meine Burg baue im Creative Mode auf dem Server, wo ich mir mein Grundstück gesichert habe, auf dem Invite-Server, und ich gesagt habe, ja, das möchte ich aber im Creative Mode machen, wir auch ein bisschen quatschen können, ich nicht so viel runterfalle und versage oder sowas. Nein, auch Kinderzombies müssen sterben. Ich soll das doch am Stück aufnehmen und dann dementsprechend auch einfach zwischenstreuen. Also, dass man da ein bisschen vielleicht mit dem Chat interagiert und mit den Leuten da sich unterhält und macht und tut. Und ich soll dann dementsprechend doch einfach die Folgen dann so ein-, zweimal die Woche bringen, je nachdem auch, wie die Leute Spaß dran haben. Das sieht man ja dann immer noch und dann kann man sie immer noch etwas seltener bringen. Hallo! Siehst du, so fühlt sich das an! Bam! Boah, habe ich den weggenatzt. Boah! Hi! Dich habe ich gerade gar nicht so auf der Agenda gehabt. War so klar. Was machst du denn noch hier? Zombie-König. Es werden so viel mehr jetzt kommen, weil ich den jetzt hier haue. Hab ich mich gesehen? Ich dachte doch, es werden so viel mehr kommen. Und sie haben alle eine Rüstung. Ich habe bald kein Schwert mehr, wenn das hier so weitergeht. Ich meine... Seriously. Oh. Nein, kein... Was machst du für ein Damage? Ist gut, ich hab's verstanden. Nachts rumlaufen auf einem Server, der auf hart gestellt ist, ist keine gute Idee. Kommt jetzt aber gerade erstmal nichts mehr, oder? Ja, naja, wir werden das dann so machen. Ich werde einfach am Stück auf dem anderen Server halt Baufolgen aufnehmen und die werden wir zwischenstreuen. Dann halt vielleicht immer so zwei Folgen hintereinander und dann wieder ganz normal Survival und dann wieder mal zwei Folgen hintereinander, je nachdem, wie es mir auch reinpasst. Mein Handy? Das war mein Handy, ja. Gut.
kann ich Tag werden. Ich will nur Bäume fällen. Ich habe uns auch kein besonderes Thema heute mitgebracht, außer busy sein. Es ist momentan alles ein bisschen stressig. Also so wie irgendwas nicht klappt, aufnahmetechnisch, sitze ich quasi immer da und habe keine Folge, weil mein Tag ist sowas von dermaßen gerafft eingeplant, dass ich halt gerade so Zeit habe. Neue Schuhe. Dass ich gerade so Zeit habe, aufzunehmen, die Folgen. Und wenn dann da irgendwas beim Aufnehmen von den Folgen schief geht, habe ich dann quasi kein Zeitfenster mehr. Dann muss ich das eigentlich sein lassen. Ist ein bisschen unpraktisch. Und dann kommen natürlich auch immer noch Sachen, die ich zusätzlich mit einberechnen muss, hinzu. Zum Beispiel sich absprechen wegen Terminen und dann baut das ein bisschen länger. Und ich muss mir auch zwischendrin irgendwann mal was zu essen machen. Ich meine, ich esse ja wenig und selten, aber wenn ich mal was essen will, dann muss das auch, ne? Muss er auch mal sein, ja? Ach du Schreck. Gucken, wie viele von den Bäumen wir uns hier noch wegfällen können, ehe wir weggefällt werden von irgendwas. Ach so, Tag, Gott sei Dank. Ich kann das alles aufnehmen. Ich kann auch das alles aufnehmen. Das ist also gar kein Problem. Sehr schön. Wir müssen ja auch wieder nach Hause finden. Das ist so Faktor Nummer 2, der ein bisschen anstrengend werden könnte. Und ich weiß inzwischen wirklich nicht mehr, welches Dorf noch zu welchem Dorf gehört. Wie ist das eigentlich bei euch mit dem Schulalltag so? Wir hatten ja schon oft die Umfrage gemacht und viele haben gesagt, dass es ihnen schwerfällt, den Schulalltag zu planen. Und viele von euch haben noch aber eventuell auch so einen Minijob, so einen Nebenjob oder sowas, was man so nebenbei macht und man verdient dann halt da ein bisschen Geld mit. Und wenn es auch nur was Kleines ist wie Rasenmähen oder Autowaschen beim Nachbarn, also ist ja oft ja solche Sachen, oder Babysitten, Nachhilfeunterricht etc. pp. Ist das so etwas, wo ihr auch sagt, okay, da ist mein Tag komplett verplant mit, plus Hausaufgaben, je nachdem, was da noch anfällt? Habt ihr auch schon in der Schulzeit diesen Stress? Und bei den Leuten, die arbeiten, selbstständige Arbeit, kann ich jetzt vielleicht mal nur anführen, oder halt Arbeit, die ins Selbstständige übergeht, gibt's ja auch. Kennt jemand einfach dieses Gefühl, dieser ganze Tag ist verplant und jede einzelne Minute muss getimt werden? Und ich selber momentan finde das als zu viel, ich muss das zurückschrauben, aber wenn das mit dem Umzug hinter mir liegt, es ist ätzend, langsam umzuziehen. Paranoid. Aber ich glaube, der ist unter mir. Nee, ist er nicht. Hey! Ha! 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 Ist runtergefallen. Was für ein Idiot. Ich bin also freundlich, ja. Worum es mir da halt hauptsächlich geht, ist dieser Spagatsprung, den man halt im jungen Alter schon auf sich nimmt, weil ich kenne das halt einfach von mir, schon seitdem ich, ja weiß ich nicht, so in der 8. Klasse bin und dann halt mit dem Kranksein mehr oder weniger ans Zuhause-Sein gefesselt war, da habe ich halt sehr viel schon zu Hause gearbeitet, also halt die Arbeit gemacht, die quasi meine Mutter auch macht, mich viel in der Bildbearbeitung, im Grafikdesign, der Fotografie beschäftigt, viel gemalt und gezeichnet und mir meinen Tag auch da schon angefangen halt einzuplanen. Das war teilweise da schon recht anstrengend, hat aber Spaß gemacht. Hatte aber nie jemanden, der das irgendwie nachempfinden konnte aus meiner Altersstufe. Die haben sich halt einfach so ihren Schulalltag so eingeplant. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie aber das Gefühl, die Generationen sind ein bisschen erwachsener geworden, was das angeht. Also gut, mal abgesehen von den ganzen Babyphone-besitzenden Swag-Kiddies. Die haben ja keinen Plan von der Realität. Aber ich rede jetzt von quasi meinem Schlag damals aus der Schulzeit, die sich halt schon sehr viele Gedanken auch so um ihre Zukunft gemacht haben. Ich habe irgendwie das Gefühl, es sind mehr geworden, weil ich sehe das ja auch jetzt über beinahe 6 Jahre YouTube in den Kommentaren, wie sich der Standard da geändert hat, die Ansprüche, eure Ansprüche an euch selber. Ja, ich möchte das und das schaffen, ich möchte das und das optimieren. Und plant ihr euren Tagesablauf auch jetzt schon so durch? Seid ihr auch schon so, dass ihr quasi die Erwachsenenwelt schon mit in die Schulzeit holt, was gar nicht mal falsch ist, je früher man sich dran gewöhnt, desto besser, möchte ich nebenbei mal sagen. Ich fand das einfach nur erstaunlich, wie viele Kommentare ich zu dem Thema bekommen habe, also zu diesen Themen bekommen, um sich damit auseinanderzusetzen. Ich bräuchte Steine, hallo. Hast du einen Stein für mich? Meine Axt machen. Hast du Steine? Hast du nicht. Schaufel hatte ich nicht mitgenommen, ne? Dann buddel ich jetzt hier ein bisschen mit der Handkante, bis ich Steine finde. Hätte auch bis zu der Höhle da gehen können, aber da ist dieser Zombie drin. Das möchte ich nicht. Ich hoffe, ich konnte mich jetzt einigermaßen ausdrücken mit dem, was ich gemeint habe. Ich finde das gar nicht so einfach. Es fällt mir gerade echt schwer zu verdeutlichen, worum es mir ging.
Also mir geht es halt hauptsächlich darum, dieses Verständnis des Arbeitsalltagsplan, dieses manchmal das Gefühl haben, dass man gar nichts anderes mehr macht. Die Zufriedenheit aber auch damit, die man mit einem vollen verplanten Tag haben kann. Ja, die darf man auch nicht unterschätzen. Ich persönlich empfinde dabei auch immer große Zufriedenheit. Aber ich weiß nicht, das Bewusstsein dafür, was in der Zukunft auf einen zukommt, das Bewusstsein dafür, was die Welt von einem abverlangt und was man alles tun muss, wenn man später erwachsen wird, wo man sich am Tag mit seinem Kopf mehrfach kümmern muss, das ist halt riesengroß im Vergleich zu dem, was ich als Schüler alles so denken musste. Und das, obwohl ich halt ein Einzelkind einer alleinerziehenden Mutter bin, also einfach prinzipiell schon mal mehr an Ballast mit mir rumgeschleppt habe. Mitgedacht habe als andere Kinder und das ja auch aktiver mitbekommen habe, weil ich über alles mit meiner Mutter da auch geredet habe und das alles wissen wollte, vom Steuern bezahlen bis hin zum Sachen, was man überhaupt alles so beantragen muss und was man alles so zahlen muss und was ist die GZ und was ist das ganze Zeug. Und dementsprechend, aber trotzdem, das war viel weniger, auch wenn ich da schon die Verantwortung dafür gespürt habe, war das wirklich einfach viel weniger als das, was jetzt so als Erwachsener auf mich zukommt. Und ich habe es noch recht leicht, weil viele Dinge meine Mutter halt immer noch übernimmt, weil warum nicht? Also sie kennt sich damit aus, mit dem Überarbeiten von den Finanzen und so weiter und so fort. Und dann sage ich halt, ja, gut. Ob ich immer noch da unten? Hat sich denn verlaufen, okay. Ob ich jetzt dafür irgendwie mir selber ein paar Stunden aufwende oder meiner Mama sage, hier hast du Geld, mach du ja mal oder sowas, geht ja auch, ne? Die Familienarbeit zusammen ist sowieso mal super. Zumal man da auch ein bisschen ehrlicher miteinander reden kann. Also mir muss man ab und zu auch mal den Kopf waschen, weil ich so eine Kopf-in-den-Sand-Steck-Person bin. Wenn ich erstmal anfange zu arbeiten, dann bleibe ich an einer Sache dran und vergesse einfach um mich drumherum alles. Deswegen habe ich auch so einen straffen Terminkalender. Aber was mir halt einfach aufgefallen ist, jetzt gerade beim Revue passieren, der Kommentare der ganzen letzten Jahre, weil ich halt mal so ein bisschen geguckt habe, was alles so in den letzten Jahren passiert ist, das sind fast 6 Jahre jetzt. Ich habe 2010 angefangen, Let's Plays zu machen und zwar im März. Ich habe also schon früher aufgenommen, habe schon früher angefangen, mich damit zu beschäftigen, aber so konkret ist das Ganze im März gestartet und das sind jetzt bald 6 Jahre. Das ist krass. Hallo. Tschüss. Und ich muss sagen, dass ich so dieser, also in den Kommentaren, wir haben ja immer schon in Minecraft über diese Themen geredet, dass sich aber so diese Ernsthaftigkeit der Jugend stärker entwickelt hat, meiner Meinung nach. Also von dem, was jetzt zumindest mein Kanal guckt, vielleicht ziehe ich auch diese Leute an, aber hallo Lavasee, aufpassen, dass ich nicht in einen reinhüpfe, alles schon passiert. Deswegen, ich finde das einfach erstaunlich, wie jung man sich schon Gedanken um Dinge macht, wo ich mit 12, 13 teilweise noch keine Ahnung von hatte. Auch wenn ich da schon sehr aufgeklärt war, weil meine Mutter mir sehr viel beigebracht hat. Aber ich glaube, seid ihr auch der Meinung, ich weiß es nicht, dass die sozialen Netzwerke und das Internet allgemein halt auch nicht nur zur Verblödung, sondern auch zur Aufklärung beiträgt. Du kannst dich ja überall informieren. Ich musste halt in die Bücherei gehen, einen Lehrer fragen, meine Mutter fragen. Ich hatte keine anderen Informationsquellen, Zeitschriften. Ich habe die Zeitung gelesen. Ich habe immer die Frankfurter Allgemeine gelesen. Ich habe immer versucht, mir alles, was im Spiegel stand und sowas, so ein bisschen nachzurecherchieren mit anderen Quellen. Aber man hatte meistens auch immer nur eine Quelle. Und da war das total schwierig, dann zu sagen, ja, aber das ist ja jetzt die Info aus einer Quelle. Wie richtig ist das denn jetzt im Internet? Hat man die Möglichkeit, sich natürlich zu jeder kleinen Frage, zu jeder Unsicherheit sich aufzuklären. Man muss natürlich sehr differenzieren und sehr wach sein dabei, dass man sich keinen Unsinn erzählen lässt, ja. Das ist sehr wichtig, natürlich. Aber man kann das Ganze ja durch Forenberichte, durch Erfahrungsberichte von anderen, das sieht ja geil aus da, von anderen sich untermauern lassen. Man kann mit seinen Eltern immer noch mal drüber reden, wie ist eure Erfahrung auf dem Gebiet. Boah, das will ich aber nicht auf den Kopf kriegen. Sieht aber super geil aus. Wow. Die Möglichkeiten sind natürlich größer geworden und ich glaube auch, so oft man die Jugend dämlich einschätzt und so oft man Kinder belächelt, die halt schon meinen, aber ich bin 12 Jahre alt, ich bin schon voll schlau, ich kann das und das schon. Dieses Selbstbewusstsein ist erstens etwas, was man nicht kaputt treten sollte, was Erwachsene viel machen. Also es wird dieses Selbstbewusstsein, dieses ich halte mich schon für reifer als andere. Das ist zwar immer ein bisschen lächerlich, sage ich auch teilweise, wenn ich an mich zurückdenke und ich habe mich halt als Teenager noch super reif gehalten. Gut, im Vergleich zu meinen Klassenkameraden war das vielleicht teilweise auch wirklich der Fall. Aber wenn ich halt jetzt denke, was ich damals als reif verstanden habe und heute als reif definiere, denke ich mir so, wow, Isa, da hast du dir aber selber ins Knie geschossen mit der Behauptung. Das ist aber so, wenn man älter wird. Und ich fand das dann halt dahingehend ganz spannend, dass
wie soll ich sagen, ich fand das dahingehend ganz spannend, dass das aber einem Selbstbewusstsein gibt, dieses Gefühl dafür zu sagen, ja, ich kann schon mehr oder ich will schon mehr oder ich habe ein breiteres Verständnis auch. Diese Arroganz dahinter hat aber auch was mit Selbstbewusstsein zu tun und das sollte man nicht kaputt treten. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid weiter als eure Mitkollegen in der Schule, wenn ihr das Gefühl habt, in vielen Dingen reifer und erwachsener zu sein, versucht das Ganze nicht zu sehr mit Stolz zu tragen, nicht zu arrogant zu sehen, weil das wirkt schnell arrogant. Ich bin ja besser als andere. Sondern denkt darüber nach, in welcher Hinsicht ihr euch unterscheidet, warum das vielleicht der Fall sein könnte. Vielleicht hat man andere Voraussetzungen, da ein Loch in den Berg. Manche Kinder kommen aus ganz anderen sozialen Schichten. Das muss man halt dann auch dementsprechend nachempfinden. Die haben auch ein ganz anderes Elternhaus oder vielleicht auch nicht die Geschwister oder nicht die Familie um sich drumherum. Und wie kann man das nutzen, um daraus was zu machen für einen selbst? Und wie kann man dafür sorgen, eventuell auch anderen damit eine Hilfe oder eine Stütze zu sein? Weil wenn man sich schon für erwachsen hält, erwachsen sein heißt halt Verständnis, Hilfe und Toleranz und Akzeptanz anderen gegenüber. Und ihr werdet auch, wenn ihr erwachsen seid, viele Leute treffen, die nicht sonderlich reif wirken. Aber Reifheit ist auch eine Sache der Definition und des Umfangs. Also man kann sich in manchen Gebieten sehr reif und fortgeschritten verhalten und auf anderen Gebieten benimmt man sich dann wie eine Fünfjährige. Ich rede jetzt nicht von mir selber. Gut, nur nochmal zum Thema Schule und Arbeiten, weil mir das letzte Zeit im Kopf rumgespukt ist. Und ich würde sagen, ich laufe jetzt weiter Richtung nach Hause. Gehe jetzt dann hoffentlich noch vor Sonnenuntergang irgendwo einkehren. Sehe es noch nicht so. Okay, gut, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen, fürs Mitkommentieren, fürs Bewerten, fürs Liken, fürs Teilen und all diesen ganzen Krempel, den man auf YouTube so macht. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Minecraft. Bis dahin, bye!